moin und guten Tag zur Halbzeitanalyse. Ja, 1-0-96. Glücklich, weil wir hinten raus ja doch etwas geschwächelt haben und ein bisschen Probleme gekriegt haben, weil wir wieder zu nachlässig wurden. Ja, 1-0, ne? Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Ja, was war die erste Halbzeit groß bis auf das Tor? Zweimal hat unser Keeper Zieler massiv gut gehalten. Das hätte schon längst ein Tor für Wiesbaden werden können, aber er hat sehr gut gehalten. Ja, und ansonsten, ja, wir haben nach vorne gut verteidigt, indem wir die Angriffsroute nach vorne geschoben haben. Damit haben wir Wiesbaden in eine komische Situation gebracht. Aber wir haben das 1-0, wir wissen, wie wir spielen können und hoffen, dass es besser wird. Oder genauso gut mit noch ein, zwei Toren, wäre auch schön. Alles klar, das war die Halbzeitanalyse und bis später. Ja, moin und guten Tag hier zu dieser Spieltagsanalyse. Heute mal etwas später, da ich terminlich heute noch verabredet war bis eben gerade. Ja, Wien Wiesbaden war heute zu Gast. Ja, der Tabellen-15. gegen den Tabellen-5. stand vor dem Spieltag auf der Tapete. Und der Tabellen-5. hat sich durchgesetzt. 2-0. Das war eine solide Leistung. Ich hätte niemals gedacht, dass unser Verein mal Bälle laufen lassen kann. Sie können es auf einmal. Und vor allem, sie können Angriffspressing machen, auf die Leute zugehen und die Leute auch pressen und stören. Mal ganz neue Seiten von meinem Verein. Oh Wunder, wir haben wohl was gelernt. Ja, 1-0 war dann auch folglich... das Halbzeitergebnis, wobei ich sagen muss, hätten wir heute einen Ron-Robert Zieler nicht im Tor gehabt, hätte es wahrscheinlich auch anders aussehen können, denn 3-4 hochkarätige Paraden hat er heute gehabt, die wären ein 100%iges Tor geworden, ohne Frage, hätte ich sofort unterschrieben. Also, stabil. Ja, in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann leider etwas gehen lassen. Warum auch immer. Irgendwie waren wir zu schluderhaft wieder. Haben wieder ein bisschen gepennt. Was wir ja leider öfters haben. Aber gut, dass wir wach geworden sind und haben dann endlich Mitte der zweiten Halbzeit dann das 2-0 gemacht. Das war gut, dass wir das gemacht haben. Das hat sozusagen den Pfeffer aus der Suppe rausgenommen und hat das dann für uns entschieden. Wien Wiesbaden konnte dann einfach auch nichts mehr dagegen halten. Wie gesagt, die hochkarätigen Chancen hätten locker Tore werden können. Hätten wir einen Ron-Robert Zieler heute nicht gehabt, wären sie was geworden. So haben wir wieder ein Spiel zu Null gewonnen und wieder Tore gemacht, nachdem wir ja gegen Osnabrück 7-0 gewonnen haben, haben wir heute gegen Wiesbaden zu Hause 2-0 gewonnen. Jetzt stehen wir nach den Spielen, das Abendspiel war ja heute, da hat St. Pauli dann gewonnen, würden wir heute auf Platz 3 stehen, wir waren vorher auf Platz 2, also alles super. Also ich persönlich hänge das nicht so hoch ins Regal. Ich sag realistisch, guter Saisonstart. Aus 8 Spielen so viele Punkte zu holen, das ist ein solider Start. Da kann man gut aufbauen für.
und drauf aufbauen. Eine Euphorie brauchen wir hier noch nicht machen. Da müssen sich die Fans auch noch ein bisschen gedulden, weil wir haben schließlich erst 8 Spieltage hinter uns. Und wir haben noch ein paar. Und ja, sagen wir mal so. Wenn wir nach, keine Ahnung, dem 15. Spieltag oder dem 14. Spieltag immer noch dastehen, wo wir jetzt stehen, dann können wir mal darüber reden, dass wir sagen, gute erste Halbzeit gespielt. Ne? Weil wir sind ja noch am Anfang der Saison. Wir sind ja erst im 8. Spieltag. Ja, das nächste Spiel ist jetzt auswärts und ja, mal gucken, was das wird. Das wird interessant. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wohin wir fahren. Habe ich auch irgendwo keinen Plan. Wenn ich das Video schneide, dann sehe ich es und dann blende ich es jetzt einfach ein und dann ist gut. Ja, und soweit war es das von der Spieltagsanalyse. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne ein Like, ein Abo, einen Kommentar da lassen. Und wer gerne mehr wissen will und mehr sehen will und das nicht mehr verpassen will, betätigt gerne ein Abo und die Glocke dazu und dann wirst du nie wieder einen Beitrag oder ein Video von mir verpassen. Noch einen Tipp zum Ende. Wer TikTok live hat oder wer TikTok hat, kann mich live sehen. Ich blende euch hier mal jetzt ein, wann ich das nächste Mal live gehe. Es ist nämlich am 6. Oktober, nächste Woche Freitag. Ja, und jetzt weiß ich natürlich auch, wohin ich gehe. Jetzt fällt es mir mit dem TikTok Live fällt es mir ein. Wir fahren nächste Woche Freitag auf den Betzenberg nach Kaiserslautern. Jetzt wissen wir es. Kaiserslautern Auswärtsspiel. Nächstes Wochenende. Und am 6. ist das Spiel und 6. abends bin ich dann live ab 18:20 Uhr circa. Also wer TikTok hat, auch da gerne mal auf meine Social Media Links gehen. Und da dann abonnieren. Das wäre mir sehr lieb. Dann auch da die Glocke betätigen, dann werdet ihr auch keinen Livestream von mir verpassen. Und wer kein TikTok hat, keine Panik. Wer das nicht hat, kann sich gerne auf meinem zweiten Account, den ich hier auch einblenden werde jetzt, ankommen. Auch gerne abonnieren und Glocke betätigen. Da lade ich immer die Livestreams nochmal hoch. Sozusagen als Mediathek, als On-Demand, könnt ihr euch das jederzeit dann da angucken. So, jetzt habe ich natürlich genug Werbung über mich gemacht, ist ja, ne? Und dann wünsche ich euch jetzt eine angenehme Nacht, eine angenehme Zeit und danke fürs Zusehen und bis Freitagabend auf TikTok Live. Bis dahin, auf Wiedersehen.